Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Wir sind geschaffen für ein Leben ohne Grenzen. Wir sind geschaffen für große Träume. Wie groß ist der Traum des Vaters für dich im Gegensatz zu dem Traum in deinem Herzen? Einfach grenzenlos. Das ist das Thema, das wir heute haben. Einfach grenzenlos. Ihr wisst, mein Vater hat früher schon das Lied gern gehabt. Es gibt keine Grenzen für Jesu Macht. Und das ist alles eigentlich dasselbe. Wir kennen vielleicht oder kennen es auch nicht. Jabez hat gebetet und hat gebetet, erweitere mein Gebiet. Diese Gebietserweiterung, du sagst, ja, habe ich schon oft gebetet, erweitere mein Gebiet. Herr, schenk mir mehr Geld, Herr, schenk mir mehr Platz. Ich brauche noch einen Vorgarten, ich brauche noch einen Garten dahinter und da drüber und dann und so weiter. Herr, erweitere mein Gebiet. Ja, das hat viele, viele Aspekte. Und das hat Jabez gebetet und Gott möchte dein Leben erweitern. Mehr, denn du dir vorstellen kannst. Er möchte dein Leben erweitern. Mehr, als du dir vorstellen kannst. Glaubst du das? Sag mal ein lautes Ja. Er möchte es mehr tun, wie du dir vorstellen kannst. Er möchte bestimmt manchmal anderes tun, als du dir vorstellen kannst. Aber er möchte es tun. Dein Gebet, Herr, erweitere mein Gebet. Gott gibt das Gebet. Und du sollst es nutzen. Und mir ist während der Vorbereitung sowas von aufgegangen. Ja, Gott hat uns schon so viel mal Gebiet gegeben. Ganz besonders bei Veranstaltungen, wo wir raus sind und sagen, boah, ich habe ein neues Gebiet, ich will vorwärts gehen und so weiter. Aber wir haben das Gebiet nicht genutzt und haben es brach liegen lassen. Und da möchten wir jetzt ein bisschen drauf eingehen. Deine Bereitschaft, Frucht zu bringen, ist der Maßstab, wie er dich füllen kann. Der Maßstab ist nicht, ich sitze hier in einem Gotteshaus oder zu Hause und sage, Herr, fülle mich und wusch, bekommen wir eine Füllung und danke, Herr, ich bin wieder gefüllt, sondern die Bereitschaft, wie du Frucht, nicht wie du arbeitest oder wie du Gott lieb hast, sondern die Bereitschaft, die Bereitschaft, Frucht zu bringen, ist der Maßstab, wie er dich füllen kann. Er möchte dich füllen, damit du Frucht bringst. Nicht nur, dass es dir gut geht, das ist natürlich schon mit dabei, aber manche sind zufrieden, wenn Gott das gibt, dass es ihnen einfach gut geht. Und alles andere ist eigentlich nicht wichtig. Wir sind auf dieser Erde, um wirklich Frucht zu bringen. Deine Berufung bringt dich zu der Aufgabe. Deine Fruchtbarkeit hält dich dort. Wie viele haben eine Berufung und stehen irgendwo und sagen jetzt, Herr, mach du. Nein, er sagt, du hast die Berufung und wir sollen wirklich da vorwärts gehen. Viele haben große Vorstellungen. Gott, mach mal. Gott, mach mal Großes für mich, dass ich mich reinsetzen kann und mich wohlfühlen. Nein. Gott, mach mal Großes für mich, das ist nicht die Frage, sondern erweitere mein Gebiet, dass wir eine Bereitschaft haben, weil sonst ohne Bereitschaft, ihr Lieben, mit dem großen, mit dem erweiterten Gebiet Frucht zu bringen, passiert gar nichts. Und so viele Christen sind enttäuscht, dass nichts passiert. Sie haben tolle Gottesdienste erlebt, aber es passiert nichts. Es passiert nichts und passiert nichts und dann war die Predigt nichts oder die Gemeinde ist nichts oder die Kirche ist nicht. Nein, es ist die Bereitschaft, Frucht zu bringen. Du begrenzt deine Möglichkeiten. Du begrenzt deine Möglichkeiten von Gott auf das Maß deiner Bereitschaft.
Sind wir bereit? Ich habe dieses Bild rausgesucht mit dem Schuheknüpfen und jetzt auf geht es los. Ja, ich glaube, manche sitzen da immer ewig im Couch und sagen, Herr, gib, Herr, mach, Herr, tu, wie man so eine Drohne steuert, so ein Joystick, Herr, das, Herr, links rum, rechts rum, höher, tiefer, weiter. Nein, es ist wirklich unsere Bereitschaft. Du begrenzt die Möglichkeiten Gottes auf das Maß deiner Bereitschaft. Oh, ich wünsche so, es würde das geschehen. Ich wünsche so, Gott würde diese Welt verändern. Gott würde das und jenes. Was hast du dazu getan, dass es passiert? Wie viel Bereitschaft hast du an den Tag gelegt, um das, dass das in Erfüllung geht? Ich wünsche, es würde geschehen. Gott schenkt uns Land und erweitert das Land. Und wir haben hier auch physikalisch auch sehr vieles erlebt auf diesem Grundstück. Es sind ja mittlerweile 5 Grundstücke, die aneinander sind. Gott hat da Land erweitert. Aber ich möchte heute hauptsächlich auf das geistliche Land kommen. Aber mit dem Physikalischen kann man auch das Geistliche erklären. Du bekommst ein Land und bei dir kommt es drauf an, wie du mit umgehst. Ich habe hier heute Morgen noch so ein Bild rausgesucht, so ein riesen LKW. Da kann man wirklich was bewegen auf diesem Land. Oder du sagst, ja, also ich mache das lieber so. Da mein kleiner Enkel hat mir so einen kleinen Laster dagelassen und der spielt immer nett. Und ich bearbeite das Land, das gleiche Land mit dem. Ihr dürft 3-mal raten, wer mehr bewegt. Was machst du mit dem Erweiterten, dem einfach Grenzenlosen von Gott? Tust du ein bisschen mit dem Spielzeug, LKW rumbasteln oder hast du wirklich, wirklich ein großes Werkzeug, wo du sagst, ja, ich setze alles ein, um das Land, das ich bekommen habe, das Grenzenlose, um es auch zu nutzen. Leben in der Dimension, wie wir hochbringen? Ja, es fehlt oft nicht an dem Land, sondern an der Frucht. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie oft hat Gott schon Land geschenkt, Menschen, wo hier raus sind und haben gesagt, boah, und jetzt endlich, und ich habe eine Berufung und Gott hat mir gezeigt und ich tue. Und wenn du die nach einem Jahr siehst, ist nichts passiert. Ich weiß aber auch von Menschen, wo ganze Ministries, ganze Gemeinden geworden sind, wo Menschen hier ihr Leben gegeben haben und gesagt haben, ich habe Land bekommen, ich nutze es. Und da sind viele bekannte Namen auch darunter, wie ein jeder auch oder viele von euch, die auch kennen. Aber was ist mit den Christen los? Sie haben Entschuldigung. Ja, Herr, weißt du, wegen dem, ich bin alt, hier klemmt's und weißt du, ich habe nicht und dort habe ich nicht und weißt du, ich muss so und das und jenes und so weiter. Wir finden manchmal 1000 Entschuldigungen, wieso, weshalb wir das einfach grenzenlos einfach lassen und nichts machen. Ich habe eine Bibelstelle gefunden in 2. Mose 23, Vers 30. Ich werde die Bewohner des Landes nach und nach vertreiben, bis euer Volk so groß geworden ist, dass ihr ganz Kanaan in Besitz nehmen könnt. Ich möchte es heute auf die geistliche Ebene holen, nicht über unser Land oder Flüchtlinge oder so. Es heißt hier, die Bewohner des Landes nach und nach vertreiben. Da steckt was drin und das ist mir so aufgegangen. Das nach und nach heißt, dass wenn wir Raum gewinnen im geistlichen Bereich, sollen wir es auch nach und nach einnehmen. Bewirtschaften, nutzen, denn alles, was wir nicht nutzen, wächst wieder Unkraut drauf. Und wir brauchen nicht ein Land ohne Grenzen, wo Unkraut drauf ist. Was? Das ist doch keine Frucht, das ist Unkraut. Und nach will er es geben. Das Volk Israel hat so viele Verheißungen von Gott bekommen und es steht auch an einer anderen Stelle, dass sie das Land nicht eingenommen haben. So mancher geht heutzutage
nach Israel und sagt, Israel hat doch so viel Land verheißen bekommen und ist jetzt so klein und hat nicht das Land. Ja, das hat auch was mit den Vorfahren zu tun, die damals nicht das Land eingenommen haben. Heute würden so manche Christen gerne das Land erweitern und sagen, das steht Israel zu. Den Fehler haben früher Leute gemacht, das Volk Israel. Und wir können jetzt nicht einfach hergehen und alle rauswerfen und sagen, in der Bibel steht es so. Aber ich möchte jetzt nicht irgendwo in die Politik einsteigen. Ich möchte dir sagen, das Land, das Gott dir gibt, die Erweiterung ist nicht was vom Sofa aus zu verwalten, sondern einzunehmen und zu bewirtschaften. Sei fruchtbar, heißt es auch, und füll das Land. Ich treibe sie nach und nach aus. Seid fruchtbar. Das heißt nicht, sammelt das wie so eine, ja, früher hat man Teelöffel gesammelt. Als ich früher unterwegs war als Schüler, dann habe ich immer meiner Mutter einen Teelöffel mitgebracht von dem Ort. Sowas macht man heute nicht mehr. Heute sammelt man, glaube Magnete für den Kühlschrank. Egal. Aber sammle nicht irgendwelche Gebietserweiterungen, dass du sie hast. In der Konferenz hat mir Gott das und da hat mir Gott das. Wo ist die Frucht deines erweiterten Gebiets? Du bist bestimmt, den Platz auszufüllen, der erweitert wurde. Du bist dazu bestimmt. Und ohne Pflege wächst da Unkraut. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Das war die Ankündigung für das Volk Israel. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Gott hat was vorbereitet und sie sind 40 Jahre im Kreis rumgegangen und haben es nicht eingenommen. Die Nachkommen sind dann in das Land reingegangen. Ja, Gott sagt was und wenn wir das Land nicht einnehmen, dann ist nicht Gott schuld. Und wir gehen dann immer wieder, oh Herr, gib mir Land, aber er möchte, dass wir Frucht bringen. Die Möglichkeiten, die dir Gott gibt, sie sind einfach grenzenlos. Glaubst du das? Die Möglichkeiten, deine Möglichkeiten sind einfach grenzenlos. Du wartest, bis irgendwo der Postbote klingelt und sagt, ich habe von Gott was, eine Riesenüberraschung. So wird es nicht geschehen. Er hat dir schon so viel gegeben und die Möglichkeiten, die er dir gibt, sind einfach grenzenlos. Ja, Sklaven, die träumen nicht, was man mit großen Möglichkeiten machen kann. Und ihr Lieben, Sklaven, das sind Leute, ja, wie die Israeliten auch über lange Zeit waren, die nur unterdrückt wurden und dienen mussten und es schwer hatten und überhaupt nicht Luft bekommen haben, die träumen nicht von großen Möglichkeiten. Die wissen, wenn ich groß träume, dann kommt einer und haut drauf oder schimpft mich an oder was auch immer. Und die Identität eines Sklaven ist eigentlich Überleben. Und Überleben, das ist was ganz anderes wie Freiheit. Jeder lebende Verwandte der Sklaven kannte keine Freiheit. Es war so lange, war das Ganze ja, bedrückend und kannten keine Freiheit. Keiner kannte die Freiheit. Und ich möchte wirklich euch das mal demonstrieren. Was oftmals bei Christen passiert, sie leben zunächst mal in der Welt, so schwer kann das nicht sein, das zuzumachen. Sie leben in der Welt, in Grenzen und dann kommt der Tag irgendwo, hören Sie das Evangelium und Sie kommen zu Jesus und sagen, ja, ich möchte Christ sein. Sie ändern Ihr Namen, Sie ändern Ihr Schild, aber was Sie nicht tun, oftmals, ich sage nicht alle, oftmals, Sie ändern nicht ihre Freiheit. Sie sind als Christen wie Sklaven der Welt im gleichen Schema und sagen, ja, da sind meine Grenzen, weiter geht's nicht raus. Ich habe nicht mehr gelernt, meine Vorfahren, alles, ich habe nicht mehr gelernt. Es kann nicht sein.
wenn wir zu Jesus kommen. In ihm ist die ganze Freiheit. Wenn du Christ wirst, ist die Sklaverei zu Ende. Es ist nicht Sklaverei unter anderer Herrschaft, sondern er befreit dich. Es ist die totale Freiheit, aber du musst sie auch nutzen. Du musst sie nutzen und wie man hier das jetzt öffnen kann, da ist die totale Freiheit und die Grenzen sind weg. Und das ist das Thema von heute, einfach grenzenlos. Aber wie viele gehen dann hin, ach die Grenzen, ich weiß noch von, die muss ich wieder zumachen, dort und da, das ist mein gewohntes Umfeld. Ja, willst du dein gewohntes Umfeld oder willst du die Freiheit? Sklaven kennen nur Einschränkungen. Ich habe da das nette Bild gefunden mit dem Sofa. Ich finde das so klasse, dass das auch so demonstriert. Ja, wir hätten gerne Platz für ein richtig großes Lebenssofa, aber wir schauen nicht, dass die Grenzen weggehen. Mose wuchs im Haus von Pharao auf und kannte keine Sklaverei. Und ich glaube, das war auch die Absicht von Gott, dass er dort aufgewachsen ist. Er kannte keine Grenzen. Er hat mit dem Pharao Riesenprojekte durchgeführt. Er kannte nur Grenzenloses, größer, weiter und so und so weiter. Und ich glaube, das war auch Gottes Absicht, dass er so ein Millionenvolk in die Freiheit führen konnte, weil Mose hatte schon mal Freiheit gesehen. Auf einer anderen Ebene, aber Freiheit. Wir sind geschaffen für große Träume. Gott möchte, dass du seine Träume träumst. Welche Träume träumst du? Gott möchte, dass du seine Träume träumst. Wir sind geschaffen für ein Leben ohne Grenzen. Ein Leben ohne Grenzen. Einfach grenzenlos. Wir sind wiedergeboren, komplette Umwandlung und das heißt, wir dürfen Frucht bringen. Wir dürfen Frucht bringen, nicht in den Grenzen, wo du musst, du musst, du musst. Nein, in Freiheit Frucht bringen. Ja, wirklich, ihr Lieben, wie war es denn mit den drei, die Talente gebracht haben, die 10, die 5 und der ein Talent und der eine hat es ja vergraben und versteckt, dass es nicht, dass überhaupt, ja, dass es noch da ist, bis der Herr wiederkommt und die anderen haben mitgearbeitet, haben es vielfältigt. Bist du einer, der alles nur vergräbt und ja, mein Christentum, das ist mir heilig, aber keiner kommt mir ran und geht überhaupt niemand was an? Oder hast du wirklich ein Leben in der Freiheit, wo du wirklich in der Freiheit lebst und sagst, ja, ich möchte jedem durch mein Leben zeigen, was Freiheit ist. Trage viel Frucht. Du bist nicht begrenzt durch deine vergangenen Erfahrungen. Wir haben alle viele negativen vergangene Erfahrungen und die begrenzen uns so oft. Und wie oft gibt es Dinge, wo wir sagen, da habe ich so oft versucht und es hat einfach nicht geklappt. Ich lasse es. Ich habe auch schon mal versucht, im Garten was zum Blühen zu bekommen. Ja, einmal eine Kastanie. Ich habe die so oft wieder ausgegraben, weil nichts rausgekommen ist, bis sie gedacht hat, jetzt ist mir zu dumm und dann war sie kaputt. Also, du hast vielleicht in der Vergangenheit Erfahrungen, wo du sagst, ach nee, also nein, aber ich sage dir, trage viel Frucht, du bist nicht begrenzt durch die Erfahrung deiner Vergangenheit. Wo Gott sagt, und jetzt geh. Es ist auch wichtig, dass Zeit und Stunde Gottes Wille ist. Geh und tu. Nein, Herr, die ganze Vergangenheit, ich bin lieber in meinem Kästchen drin und hier fühle ich mich so sicher und die Grenzen kenne ich. Wenn du das so möchtest, Gott möchte es nicht. Gott möchte, dass du in der Freiheit einfach grenzenlos lebst. Wir sind nicht berufen, das Vergangene zu wiederholen.
Wie oft tun wir alles, wie es mal war und wie es mal, ach, die alten Zeiten und wie es da alles war, die sind rum, auch wenn wir uns noch so anstrengen. Gott hat aber Neues für uns, auch in dieser Zeit, die nicht einfach ist. Wie groß ist der Traum des Vaters für dich im Gegensatz zu dem Traum in deinem Herzen? Der Vater träumt ganz groß von dir. Und wie ist der Traum in deinem Herzen? Wir versuchen Gott in unsere Grenzen immer wieder reinzudrücken. Wir sind aber Söhne und Töchter des Grenzenlosen. Wir sind Söhne und Töchter des Grenzenlosen. Wie wunderbar. Wir reden uns manchmal kraftlos mit den Dingen dieser Welt. Ach ja, guck mal da und in den Nachrichten und in den Medien und jetzt gehen die Zahlen rauf, die Zahlen gehen runter und so weiter, Inflation und was auch alles. Wir reden uns kraftlos. Aber unsere Worte haben Macht. Wenn du sagst, die Welt geht unter, hast du eine Aussage getroffen, mit der du auch fertig werden musst. Wir haben Kraft, denn wir gehören zum Sieger. Wir gehören zum Sieger. Sprich vom Sieg und nicht vom Untergang, denn von dem, was du redest, in die Richtung wird dein Leben gehen. Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, ist einfach grenzenlos. Einfach grenzenlos. Stoppe dein Warum. Warum muss das mir passieren? Die Frage ist nicht warum, Herr, sondern Herr, was möchtest du, dass ich jetzt tue? Hast du schon mal das ausgesprochen? Herr, was möchtest du, dass ich jetzt tue? Oder sagst du, spreche ich nicht, weil dann kommt ein Auftrag, ich habe aber keine Lust. Ich brauche meine Freizeit, brauche das, brauche jenes, brauche meine Umgebung und so weiter. Herr, was möchtest du, dass ich jetzt tue? Lebe ich mit Entschuldigungen oder lebe ich im Gehorsam? Kenne ich seinen Charakter für jetzt und für hier? Kenne ich seinen Charakter für jetzt und hier? Leben im Gehorsam ist die Frucht meines Lebens. Oder erkläre ich dauernd, warum ich nicht Frucht bringen kann? Ja, Herr, weißt du, schon, aber sehe ich die Möglichkeiten oder die Hindernisse? Das ist wirklich die Frage. Sehe ich das Glas, in dem ich schwimme, das auf dem Meer steht, wo ich sagen kann, da kann ich raus und in die große Freiheit? Oder freue ich mich, ich kenne meine Grenzen, wie es hier vorgeführt hat, ich kenne meine Grenzen und das reicht mir, das ist alles so gut so. Sehe ich, was Gott tut, oder limitiere ich mich auf die Ebene, was nicht geschieht? Gott tut so viel. Was bewegst du gerade? Was bewegst du gerade? Deine Entscheidungen reflektieren deine Gewohnheiten. Deine Entscheidungen reflektieren deine Gewohnheiten. Was für Gewohnheiten hast du? Wenn es Gewohnheiten sind, alles ist schlecht und so weiter, wirst du auch dementsprechend Entscheidungen treffen. Mit was, mit wem umgibst du dich? Wenn du dich umgibst mit lauter Miesmacher, mit lauter Oh, dann wird deine Entscheidung auch so sein. Oder bist du wirklich objektiv und gehst vorwärts? Sind wir Leute, die Frieden weitergeben oder mit dem Chaos schwimmen? Frieden, Shalom. Shalom ist Autorität über das Chaos. Hast du Autorität über das Chaos oder bist du ein Teil des Chaos? Erweitere mein Gebiet. Herr, erweitere mein Gebiet, dass ich auf deinem einfach grenzenlosen Gebiet das tue, was du willst. Ist das deine Aussage? Herr, erweitere mein Gebiet,
dass das, was du mir gibst, alles, was du mir gibst, möchte ich fruchtbar sein. Ich möchte das tun, was du möchtest. Ich möchte es nicht brach liegen lassen, sondern möchte es das tun. Und ich sage dir heute, experimentiere mit der Gebietserweiterung, die dir Gott gibt. Nütze den Bereich, der erweitert wurde in deinem Leben. Nütze diesen Bereich. Deine geistliche Gesundheit zieht die neuen Möglichkeiten an. Deine geistliche Gesundheit. Es ist Zeit, loszulaufen. Das erweiterte Land einzunehmen. Ich sag dir, träume Gottes Träume und sei fruchtbar. Sei fruchtbar. Amen. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Unser Geschenk an Sie. Alle Sendungen dieses Monats auf einer DVD. Inklusive der Sendung von heute. Melden Sie sich telefonisch oder online und wir schicken Ihnen die DVD Ende des Monats kostenlos zu. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.